Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind tief gesunken, liebe Freunde. Unter Wasser und wir schauen uns jetzt geil die Zeichnung an. Ja? Eine Zeichnung, auf der sich ein Mann in den Finger schneidet und sein Blut mit grünem, moosartigem Zeug vermischt. Er bildet einen Klumpen daraus. Er taucht eine schwarze Perle hinein und isst sie. Das ist ja eklig. Vielleicht stimmen die Geschichten über menschenfressende Meermänner am Ende doch. Aber da im nächsten Bild scheint er sich mit der Kreatur, die ihn hergebracht hat, problemlos zu verständigen. Ich hätte hier noch eine geile Zeichnung. Oh. Hier ist noch eine Zeichnung. Die Zeichnung eines Menschen, der sich einen Polypen in den Mund steckt. In der nächsten Zeichnung kann er unter Wasser atmen. Bequem, aber ziemlich drastisch. Okay, hier ist ein Ausgang, ich meine. Ich habe keine schwarze Perle. Es gibt nur noch den Ausgang. Na dann. Draußen ist Wasser. Unmengen von Wasser. Wenn ich rausschwimme, ertrinke ich. Und nu? Die Wand sieht organisch aus. Und die blauen Dinger? Sind das vielleicht die Perlen? Ich glaube, das sind Polypen. Sie sind ein lebender Teil der Wand. National Geographic wäre begeistert. Hier. Da kommt frischer Sauerstoff durch. Die Polypen filtern irgendwie den Sauerstoff aus dem Wasser. Deshalb kann ich hier auch atmen. Da muss mir ein Polypen im Mund stecken, Mädchen. Ich will das nicht tun, aber... Wir stecken uns jetzt ein Polypen in den Rachen. Der Polyp, den ich aus der Wand gezerrt habe. Guter Deep Throw, gib ihm. Ist das widerlich. Aber ich muss hier rauskommen. Okay, man sieht es nicht, aber wir gehen jetzt mal unter Wasser. Ich bin mal weg. Thomas, es geht gerade erst los. Halbe Stunde haben wir noch. Dann sind jetzt endlich unter Wasser. Sie haben dieses Haus für Luftatmer wie mich erbaut. Luftatmer, so. Ist ihn, hab ich schon. Oh, guck mal, das ist eine Mupfel. Eine große Seemuschel. Die nehmen wir uns auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann sie nehmen. In der Muschel liegt eine große schwarze Perle. Brauchen wir, alles klar. Große schwarze Perle, check, nehm ihn. Und jetzt brauche ich noch irgendwie so ein Grünzeug. Guck mal, was ist das hier? Ich brauche irgend so ein Algenzeug. Ist hier noch irgendwas? Eine große Seemuschel. Ah, hier, Seetang. Zur Stadt bin ich noch nicht sicher. Der Seetang ist hier so dicht und verwickelt, als wäre es Absicht. Ah, wir hindern uns dran. Okay, hier geht's zum Lufthaus. Ich schwimme um die Seite. Vielleicht ist da noch irgendwas. Schwimm schneller, April. Hier ist irgendwas. Okay. Auf zur Stadt. Sehr schön. Mit so einem Polypen im Mund. Sexy. Schwimmen wir zur Stadt. Wir haben schon eine schwarze Perle. Jetzt brauchen wir nur noch ein Algenzeug. Meermensch. Ein Meerwesen. Wer weiß, ob es männlich oder weiblich ist. Aber es ist nicht mein Entführer. Der hatte zierlichere Flügel. Ja, okay. Sprechen wir doch einfach mal mit ihm. Was macht er jetzt? Warum habt ihr mich hergebracht? Toll. Ich hänge auf dem Meeresgrund bei einer blubbernden Meerjungfrau fest. So, pass mal auf, ich muss die Frage stellen. Es muss einen Weg geben, mit diesem Wesen zu reden. Ja, der schwarze Perle habe ich schon. Jetzt muss ich irgendwie Moos oder Blut oder... Kristall. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ihn fragen. Ich habe bei der ersten Unterhaltung kaum was verstanden. Ach, schade. Ich muss einen Weg finden, Schwanz um mit ihm zu reden. Da. Ein Speer. Geil. Zack. Tut mir leid. Okay, Entschuldigung. Nehmen wir den Kristall. Ein wunderschöner blauer Kristall. Nehmen wir den vielleicht?
Schwester dich da auch? Nö, den darf ich nehmen. Sehr schön. Grünes Zeug. Geil. Eine strahlend grüne Substanz ist gleichmäßig über die Wände verteilt. Sie spendet Licht und Wärme. Okay. Dann nehmen wir die doch einfach. Habe ich hier noch irgendwas, was ich nehmen kann? Ja, leg eine Wurst hin und hau rein. Okay, ich habe einen ersten Kristall. Der Kristall, den ich aus dem Haus des Merias mitgenommen habe. Okay, ich habe jetzt hier eine schwarze Perle. Es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Okay, ich brauche irgendwie... Ah. Der Bananastein sieht so aus, als könnte ich da das Ding rein. Die unten mal. Muss ich mich schneiden? Ist hier noch irgendetwas? Was brauchte ich denn? Allzweckaffe? Ich muss mich doch... Oh, warte mal. Ich piek's mich selber. Das geht nicht. Okay, pass mal auf. Es tut sich nichts. Warum nicht? Ich brauche irgendein Gefäß, kann das sein? Und danach musst du eine Seite aus dem Buch reißen und einrollen? Meinst du? Also, ich glaube, mir fehlt einfach nur ein Behälter oder sowas. Ich schwimme mal wieder raus. Ich schaue mir nochmal an. Guck mal, diese Muschel. Da war doch... Ich hätte schwören können, ich muss mich pieksten. Eine schwarze Perle? Geh nochmal ins Lufthaus. So, was war das hier? Eine Zeichnung, auf der ein Mann sein Blut mit grünem Zeug mischt. Er gibt die Mischung auf eine schwarze Perle, die er dann verspeist. Danach kann er die Sprache der Meermänner verstehen. Okay, ich muss mich pieksen. Ah, hier muss ich mich pieksen. Aber still, April. Wenn es sich entzündet, muss ich mir den Finger abbeißen, um die Krankheit aufzuhalten. Ich werde alle verklagen. Jetzt stell dich nicht so an. Autsch! Was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Okay, ich habe Blut. Jetzt nehme ich das Ding. Mische es. Nehme die schwarze Perle. Eine goldene Perle. Und die futter ich jetzt. Ich konnte noch nie gut Pillen schlucken. Besonders keine großen, goldenen, magischen. Na gut, bringen wir es hinter uns. So. Jetzt können wir mit den Viechern reden. Polypen habe ich immer noch, ne? Geil. Okay, wir können endlich kommunizieren, Leute. Das sind doch die besten Pillen, meinst du? Vielleicht graven die den ganzen Abend hier noch lang. Schauen wir mal. Oh, hey Baby, jetzt können wir miteinander schnacken hier. Endlich können wir miteinander reden. Verstehst du, was ich sage? Ja, wir verstehen. Ah. Komisch. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass ich dich nicht verstehen sollte. Aber ich verstehe, was du sagst. Du hast die beiden Prüfungen des Sammlers bestanden, Erdgebundene. Du atmest unter Wasser und sprichst die Sprache der Meerum. Jetzt kannst du uns dienen. Ab in den Dungeon. Okay, storylastig. Euch dienen? Du wurdest hierher gebracht, um uns als Tanyen-Sammler zu dienen. Anu Akbar geschrien hätte. Was ist Tanyen? Tanyen ist Leben. Tanyen bringt Licht in die Dunkelheit und belebt unsere Höhlen. Tanyen hält den Beißer von unseren Kindern fern und wärmt uns, wenn wir frieren. Das ist nett. Tanyen ist Leben. Okay. Wo kommt das Tanyen her? Unsere Sammler klauben es aus den Höhlen und von den Stränden der Inseln auf. Aber jedes Jahr wird es weniger. Wir brauchen Hilfe.
Wie kommt es, dass das Tanyen so vielseitig ist? Tanyen spendet Wärme und Licht. Es zieht die Ernte an. Ernte? Die Geschöpfe der See, die wir essen. Die Goldschwänze, Tankaugen und Sandfresser. Ah, Fische, ihr meint Fische. Die Ernte, ja, das sagte ich. Die Ernte wird vom Licht und der Wärme angezogen. Aber die Beißer sind schlau und bleiben weg. Sie wissen, dass wir im Licht besser mit unseren Speeren zielen können. Ah, also bekomme ich den Speer. Warum sammelt ihr das Tanyen nicht selbst? Könnten wir. Aber wenn wir uns weiter von unseren Städten entfernen, jagt uns der Beißer und frisst uns. Wenn wir in Gruppen reisen, müssen wir unsere Männer und Kinder ohne Schutz zurücklassen. Okay. Und wir dürfen nicht zu nah an die Inseln kommen. Dort könnten uns die Flugdämonen entdecken. Vögel? Sie lassen unsere Sammler aber in Ruhe. Du hast also nichts zu befürchten. Mhm. Wer sind die Flugdämonen? Hässliche, ledrige Kreaturen, die sich der Natur widersetzen und hoch in den Himmel fliegen. Sie sind böse und leben nur, um unser Volk zu vernichten. Dafür allein leben sie. Töten die Beißer auch Sammler? Selten. Euer Fleisch ist bitter und hart. Nicht so weich und zart wie unseres. Entschuldigung. Ich frage mich, woher ihr das wisst. Ich glaube, ich weiß jetzt genug über das Tanyen. Kannibal! Du hast nichts gelernt. Aber unsere Ausbildung wird dich lehren, was du wissen musst. Ich möchte gern mehr über das Tanyen erfahren. Habe ich da jetzt schon alles? Ich möchte jetzt gerade zu Beginn des Jahres. Was möchtest du wissen? Danke. Ich habe keine weiteren Fragen zum Tanyen. Okay, das haben wir durch. Nächstes Storyteil. Seid ihr das Volk der Meerum? Wir sind die Meerum. Viele Erdgebundene nennen uns Meermänner oder Meerleute. Aber unser richtiger Name ist Meerum. Wer bist du? Wir sind die Königin der dritten Meerumstadt. Oh. Erleuchtete Bewahrerin des Tanyen. Beschützerin des Lichts. Aber keine Wacht. Oh, tut mir leid, Eure Majestät. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ihr eine Königin seid. Sieht man doch an dem goldenen Schwanz. Wir sind nur die Königin. Wir dienen dem Volk. Beleuchten unsere Städte. Versorgen unsere Männer und Kinder mit Nahrung. Und beschützen sie vor den Beißern, die uns in der Dunkelheit jagen. Was machen die Männer in dieser Zivilisation? Weiß jemand hier, wo mein Schiff untergegangen ist? Das Fahrzeug, mit dem du leichtsinnigerweise über das Wasser gereist bist? Es ruht nicht weit von hier, direkt in der Nähe der Blase der Erdgebundenen, und machen den Abwasch, wo man ganz dich wichtig. Zuerst hingebracht hat. Ich glaube, er ist tot. Was? Wo kann ich das Schiffswrack nochmal finden? In der Nähe der Blase. Okay, da müssen wir gleich mal schauen. Ist die Insel Alais denn irgendwo bekannt? Ich mein Amulett wieder haben. Ja, wir kennen die Insel Alais. Unsere Sammler finden dort das Tanyen. Die Meerum bewohnten einst eine Stadt in den seichten Wassern darunter. Nice. Könnt ihr mich dorthin bringen? Solange deine Ausbildung nicht abgeschlossen ist, kannst du nicht sammeln gehen. Wir können es nicht riskieren, dich an den Beißer zu verlieren. Du musst meinem Volk dienen. Also eigentlich sind sie ja Sklaven. Wie lange dauert ne? die Ausbildung? 6 kalte Ozeane. Ach, natürlich. 6 Jahre? Naja, das ergibt Sinn. Alles in dieser Welt dauert ewig. Mir wurde erzählt, ihr verehrt einen alten Gott, der in der Tiefe lebt. Gut, dass wir ganz Bücher mal vorgelesen haben. Wie kommst du zu diesem verbotenen Wissen? Ich hab's irgendwo unterwegs gehört. Könnt ihr mich zu ihm bringen? Dich? Nein, das können wir nicht. Selbst wenn du eine Meerum wärst. Es ist nicht einmal uns erlaubt, zu unserem schlafenden Gott zu sprechen. Bestimmt ein Hai oder sowas. Dieter! Es ist Dieter. Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Wette ich mit euch. Wir werden dich bald rufen, damit du deinen Dienst antrittst. Bis dahin solltest du in der Blase der Erdgebundenen bleiben und dich von dunklen Wassern fernhalten, also, in denen die Beißer lauern. Ich sag euch noch eins, Kinders. Ich wette, das ist Dieter. Oh, kann ihr das geben? Braucht ihr das? Nein, für uns hat er keinen Wert. Der erste Kristall, alles klar. Wo hast du das gefunden? Es sieht sehr alt aus. Ich glaube, eines der Kinder hat es außerhalb der Stadt
nicht weit von der Blase der Erdgebundenen im Seetang bei den Felsen gefunden. Wir benutzen es, um unsere Halle zu schmücken. Aber du kannst es gern haben. Betrachte es als Geschenk, danke, Sammler. Danke, Eure Hoheit. Danke. Sehr gnädig. Okay, ich habe noch einen Speer. Den nehme ich doch einfach mal. Jetzt kann ich ja. Hoffe ich. Lass den Speer stehen. Er gehört dem Wasserzähmer. Tut mir leid. Wow, da wurde die Stimme richtig hart. Okay, gehen wir mal zur Luftblase zurück und suchen doch mal... Stadt? In der Nähe der Wasserblase ist das Ding gefunden worden. Da habe ich einen Seetank. Hier, schwimmen wir nach rechts. Ah, zum Schiffswrack. Guck mal, was wir hier haben. Ins Schiffswrack. Alles klar, da ist wahrscheinlich auch mein Amulett. Ernsthaft? Ich wurde gerade fast gesnackt. Der Beißer versteckt sich im Schatten. Er wartet, bis ich näher komme, damit er mich angreifen kann. Okay. Ich habe Unsichtbarkeitstrank, Leute. Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Ich brauche das gerade. Okay, was habe ich denn noch? Windtrank, Magiebindetrank, wieder Leichttrank. Und nu? Ich bin nass. Nein, oh shit. Allzweckaffe. Der snackt mich noch weg, der Beißer. Okay. Da komme ich noch nicht hin. Kann ich den Kristall mit irgendwas verbinden, was ich habe? Vogel kann ich nicht rufen, das ergibt keinen Sinn. Ich brauche irgendwie eine Lichtquelle. Okay. Das ist natürlich nicht so geil. Guck mal, hier ist ja noch so ein... Kann ich hiermit irgendwas anfangen? Diesen Kristall nehmen und da vielleicht an die Tür halten? Auch nicht, ne? Muschel. Reicht da durch? Ah! Da komme ich durch! Ein weiterer Kristall. Im Sand zwischen dem Seetang. Ja, heb mal auf! Okay. Der Kristall, den ich im Seetang gefunden habe. Ja, noch was. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Morgen ab 18 Uhr bin ich wieder online, ne? Vielleicht sieht man sich. Morgen gibt's übrigens Wreckfest. Geh ich jetzt einfach wieder in die Blase? Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst tun sollte. Es ist zu dunkel. Ich muss ja irgendwie... Oder muss ich mir nochmal Grünschleim nehmen? Geh jetzt mal rein. Und schau, was passiert. Da kommt frischer Sauerstoff durch. Okay, hier kann ich anscheinend nichts machen. Oder muss ich mir grünen Schleim holen? Gehen wir nochmal in die Stadt. Ich meine, da gab es ja grünen Schleim und der war hell. Ich muss ja jetzt irgendwie das Fieder wegkriegen, ne? Schauen wir mal, was da rumkommt. Die kostbare Substanz Tannien. Die kostbare Substanz Tannien. Ja, die hätte ich ganz gerne. Es ist nämlich dunkel. Die kostbare Substanz Tannien. Muss ich mit dir nochmal reden? Können wir uns kurz unterhalten? Ja, Sammler. Das können wir. Brauche ich irgendwelche Informationen von dir? Wer oder was ist der Wasserzähmer? Damals. Der Wasserzähmer ist in unseren Prophezeiungen. Sie ist die Erdgebundene, die unser Volk vereint und allen Streit beendet. Das kann ich sein. Ihr liegt mit den anderen Meerum im Krieg? Nein, wir leben in Frieden mit den anderen Meerum. Und die Zeit des Wasserzähmers wird noch kommen. Das bin ich. Ich wüsste gern mehr über den Wasser. Die Vorsehung wird sie zu uns bringen.
Und sie wird etwas von uns erhalten, das wir seit vielen Generationen versteckt halten. Die Scheibe. Was wird der Wasserzähmer von euch erhalten? Ich muss anscheinend Story dürfen weitergehen. Das wissen wir nicht. Aber sie wird den alten Schrein öffnen und Licht ins Dunkel bringen. Sie wird den Beißer mit ihrem Speer erlegen, Zeugnis über ihre Mission ablegen und uns dann vereinen. Mai, alles, wenn du mal das scheint ja eine ziemlich patente Person zu sein. Patente Person? Sie ist der Wasserzähmer. Sie ist die Prophezeiung. Na dann. Wo kann ich das Schiffswrack nochmal finden? In der Nähe der Blase der Erdgebundenen. Ja, das weiß ich doch schon. Ich brauche aber irgendwas anderes. Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. So soll es sein, Sammler. Jetzt bin ich nicht viel schlauer geworden. Aber pass mal auf. Auch nicht. Ich brauche das grüne Zeug eigentlich. Kann ich das mir irgendwie abschaben mit dem Banderstein? Nee, anscheinend nicht. Können wir uns kurz unterhalten? Brauche ich noch eine weitere Information? Ja, Sammler. Das können wir. Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Oder ich muss doch nochmal mit dem Schiffsrat mit dir sprechen. Moment. Können wir uns kurz unterhalten? Das probieren wir mal. Aber ich glaube nicht, ja, dass das Sammler, was bringt. Das können wir. Aber ich will das jetzt gerade ausschließen. Wo kann ich das Schiffswrack nochmal finden? In der Nähe der Blase der Erdgebundenen. Meine Blase? Vielen Dank, es war sehr aufschlussreich. Okay, jetzt hab ich... So soll es sein, Sammler. Irgendwas Neues? An Licht komme ich nicht ran, ich nehme einfach den Speer. Lass den Speer stehen. Ich bin der Wasserzähler. Tut mir leid. Das bin ich, Mensch. Okay, das ist Ether. So. Mupfel. Wir gehen nochmal zum Seetang, aber ich glaube kaum, dass das was bringen wird. Das ist die Stadt. Hier hinten liegt ein Höhleneingang. Hier war lange keiner mehr, wenn man sich die riesigen Seetangwälder anschaut. Hinter dem Seetang scheint eine Höhle oder Spalte zu sein. Dann gehen wir doch mal rein. Noch Kristall, ich werde nicht mehr. Die liegen da einfach so rum. Ich bin der, der Licht bringt. Wahrscheinlich müssen die Dinger da oben alle drauf. Hier sind nicht noch Kristall. Gib ihm. Steinaltar. Okay, wir haben ein Steinrätsel. Okay. Topfring. In diesem Ring ist ein Tontopf graviert. Ein langer Speer mit Haken. Wahrscheinlich eine Harpune. War doch richtig, ne? Feuerring. Vogelring. Was ist das denn für ein Rätsel? Eine Welle. Wahrscheinlich soll sie Wasser darstellen. Okay, hier ist Wasser. Das Bild sieht wie ein Fisch aus. Ein Fisch? Hier. Okay, Steinrätsel. Fisch. Das Bild sieht wie eine große Pyramide aus, mit einem Auge in der Mitte. Okay, schauen wir mal. Okay, wir haben irgendwas richtig gemacht. Ich bin nass. Ja, der Steinaltar. Und du? Sitzt fest. Ich glaub nicht, dass es sich bewegen soll. Wasser. Hm. Hä? Da ist... Berg, Pfeil, Kristall.
Okay, wo ist der Vogel drauf? Feuerring. Das ist irgendein lustiges Rätsel, was ich noch nicht ganz raus habe. Wo haben wir das Feuer? Das ist auch Wasser. Tierfeuer? Sitzt fest. Ich glaube nicht, dass es sich bewegen soll. Okay. Feuer zu Wasser. Das ergibt vielleicht sogar Sinn. Warte mal, wir schieben mal den Feuerring zum Wasser. So. Pune, Berg, das. Check it. Meer rumring. Okay, wir drehen erstmal den Vogelring. Der würde ja technisch zum Berg oder sowas passen, oder? Vielleicht müssen die auch einfach nur alle drei erstmal dahin. Pass auf, da unten ist doch sowieso gerade alles, oder? Das Ding hängt fest. Also, warum nicht auch dahin drehen? Auf der Hoffnung hin, dass das richtig ist. So. Tippe ich jetzt. Ist eine reine Vermutung. Sitzt fest. Ich glaube nicht, dass es sich bewegen soll. Okay, wenn er fest sitzt, habe ich sowas wie Schmiermittel? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich irgendwie vielleicht hier auch nicht, ne? Bindetränke. Organoplastik. Okay, Feuerring, check. Vogelring, würde zum Berg passen. Geil wäre es, wenn man jetzt in die andere Richtung das Ding gehen könnte. Moment mal. Okay, da Vogelring. Würde ich jetzt zum Berg tippen? Wasser wäre der Meerumring. Und Ton und Topfring. Aber jetzt haben wir ja auch noch unterschiedliche Steine hier, ne? Pass mal auf. Nimm den mal. So, weil... Erster Kristall, zweiter Kristall. So, und ist hier auch noch ein Berg dran? Geh mal hier bitte wieder zum Altar. Jetzt sind wir natürlich hier die ganze Zeit am Rätseln, ne? Das ist ein bisschen Trial and Error. Alter, willst du mich denn verarschen? So, komm her. Denn auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Woher weiß ich denn, welches... Harpune. Einäugige Pyramide. Fisch. In diesem Ring ist ein Meer umgraviert. Wasser. Sitzt fest. Ich glaube nicht, dass es sich bewegen soll. Wie ist das denn gedacht? Prüfe die Ausrichtung von deinen Steinen. Die relative Richtung stimmt nicht, mein Sklavenpadawan. Prüfe die Ausrichtung der Steine? Das werden wir in der nächsten Folge lieber festfinden. Ich speichere jetzt erstmal, weil wir sind ja weit gekommen. Ich bin positiv überrascht. Zwei Dinge auf einmal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.